heute bei einem neuen Video von SuperRaf. Heute haben wir einen Gast mit uns namens Matteo. Wir sind jetzt im neuen Server und ich gehe jetzt erstmal hier ein bisschen Kohle haben. Okay, mehr Kohle. Nico und Gonzalo werden auch noch kommen. Das war Matteo eben. Mal die Kohle hier weghacken. Matteo, ich habe jetzt schon die Aufnahme gestartet beim YouTube. Also das Ding. Du kannst auch ruhig was sagen. Okay, ich habe jetzt mal die ganze Kohle-Sache hier. Ganzen Kohle rausgeholt. Also nach hier. Hier noch mehr Kohle. Gut. Okay, dann Matteo. Willst du ein bisschen Stein? Ja. Okay. Ich gebe dir mal ein bisschen. 5 Stück habe ich jetzt erstmal. Wo bist du? Und wenn du weggehst. Hier. Hinter dir. So. Erstmal muss man jetzt das Steinpickaxe machen. Dann gehen wir auch ziemlich schnell runter gleich. Also. Steinschwert mache ich mir auch. Jetzt brauchen wir nur noch Essen. Fackeln mache ich mir noch schnell. Wenn wir runtergehen, unsere ersten Diamanten meinen, brauchen wir Essen. Also, ich gehe mal ein paar Tiere suchen. Du kannst ja in der Zeit einen Ofen bauen, Matteo. Ja. Okay. Ich halte dich mal lauter, damit die Zuschauer dich auch hören. Hier unten. Aber ich weiß nicht, ob ich hier so schnell Tiere finde. Weil ich habe extra einen schönen Seed ausgesucht, wo es schön bergig ist und so. Vielleicht spawnen da nicht so viele Tiere. Aber hoffen wir. Ah, Fische. Fische gehe ich immer nur mit dem Schwert töten. Nicht mit der Angel. Ah, aber ein Fisch. Noch einer. Okay. Fischi! Fischi? Fischi, nicht abhauen! Noch einen Fisch? Schon 3 Fische habe ich. Hey, du da! Du sagst, hey, warum schlafst du? Okay, ein Tintenfisch ist hier auch. Nicht mal diesen Fisch hier. Oh, die Fische sind halt auch echt ein bisschen flink. Da einer wieder. Seht ihr auch mal so einen Tintenfisch? Oh, ich verliere ihn. Oh. Okay, was sollten wir machen? Ich glaube, ich gehe jetzt minen. Damit du. Weil ich will jetzt schon mal schnell Diamanten haben. Also, müssen jetzt nicht so total schnell sein, sondern wir gehen jetzt einfach. Ich gehe jetzt einfach in die Mine und gucke, ob ich was finde. Wenn nicht, nicht halt. Weißt du, jetzt geht's halt, wer am schnellsten so die Sachen hat. Aber ich glaube, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Stein erstmal farmen. Hier eine Fackel. Weil wir brauchen ja auch einen Ofen und sowas. Hast du schon Eisen? Nein, noch nicht. Vorsicht, dann schneide ich nicht. Ich auch noch nicht. Ein Schwein. Gut. Ich glaube, ich sollte hier nicht mehr nach Kranen. Okay.
Schwein getötet. Zwei Dings hat es gedroppt. Ich nehme mal die Werkbank und stelle sie da hinten in unsere Höhle oder was wir da gebaut haben. Ich bringe hier eine Werkbank. Da ist eine Werkbank im Feld. Jetzt mache ich einen Ofen. 8, genau 8 für einen Ofen. Ich will eigentlich 2 Ofen haben, aber da kann noch ein Ofen drüber, aber ich habe keine Steine mehr. So, dann geht's jetzt runter. Ach, Kohle. Kohle ist immer gut. Ich gehe mal hier rum und dann kannst du ja die Treppe weiterkramen, wenn ich die Kohle mache. Okay. Schon ziemlich viel Kohle. Also nicht ziemlich viel, aber. Okay. Hast du eine andere Hacke? Pickaxe? Ja. Habe ich nicht. Ich habe noch Holz. Da können wir. Machen wir mal erstmal eine Kiste hier. Kiste? Ich habe noch eine Holzhacke. Aber ich mache mal hier eine Kiste. Wir brauchen. Da tue ich mal hier so den Stein rein und so. Ich habe auch noch eine Holzhacke. Aber ich habe halt nur eine Hacke und die will ich jetzt nicht hergeben. Wir brauchen halt mehr Holz. Keine Steine. Vorsicht, ich darf hier nicht so in der Nacht sterben. Okay. Ich habe einen Baum gefällt. Ich komme jetzt mit dem Holz. Ich kann dir dann das Ding runterbringen. Eine Pickaxe. Soll ich dir eine Pickaxe bringen? Okay. Ich habe auch Fackeln, falls du haben willst. Hier eine Pickaxe. Komm hier hoch, weil sonst droppe ich sie und sie. Komm hier hoch. Da, hinter dir? Hast du sie? Ich glaub, ja, hab ich. Danke. Gut. Dann meine ich jetzt mal weiter. Ist noch Kohle. Oh, ist noch mehr Kohle. Kannst du mir ein paar Fackeln geben? Ein paar Fackeln? Okay. Du musst mir aber danach welche wiedergeben. Nein, nein, nein. Du behalte die, behalte die. Nein. 64er Packung. Weil ich mache ja hier gerade Kohle, dann kann ich ja mir wieder Fackeln machen. Wir müssen halt jetzt erstmal nach unten, weil unten sind halt die Diamanten öfter und so. Wann halt als erstes Diamanten. Okay. Okay, jetzt habe ich mal die ganzen Kohle. Wenn du Essen brauchst, dann kann ich dir was geben. Ich grill gerade Fisch. Jetzt mache ich mir ein paar mehr Stöcke.
Ich habe jetzt 264er Packung Dings. Soll ich dir helfen? Hier beim Minen? Du minst, ich setz Fackeln. Okay, mach unter dir. Eigentlich aber okay. Oder ich mach schon mal Dings, Treppenstufen, damit man schneller runterkommt. Schon 10 Minuten. 10 Minuten sind wir schon jetzt mit Stein und so, aber wir sind ja doch keine Pro, Super Pro Minecraft-Spieler. Ich spiele dann einfach zum Spaß. So, also ich mache jetzt einfach mal hier eine Tür rein. So, basta. Und dann wollte ich jetzt machen. Ich bring mal das Essen mit für uns. Hast du schon Hunger? Soll ich mal? Darf ich mal weiter minen? Okay, ich gebe dir mal erstmal das Essen. Was für dich ist. Nein, das, was im Ofen oben ist, ist für dich. Da habe ich noch was. Zwei Blöcke? Nein. Und wenn du so viel Stein jetzt schon hast, dann... Was hast du gesagt? Aber danke, dass du eine Fackel gesetzt hast. Danke. Auf welcher Höhe sind wir? Wir spielen ohne Koordinaten. Koordinaten müssen an sein eigentlich. Okay, jetzt haben wir Koordinaten. Mathe 333. Hast du schon weiter gemint? Danke, oder? Danke. Wollen wir machen, dass ich jetzt weiter mine und du die Kohle aufnimmst? Wollen wir machen, dass du jetzt die Kohle abbaust und ich so mal weiter mine? Okay. Eisen. Eisen, das Eisen teilen wir uns dann auf. Verstanden? Ich muss gerade das Eisen schmelzen. Ich würde hier einen Ofen aufstellen. Du kannst ja schon mal weiter minen, wenn du willst. Du kannst die Kohle reintun, die du bekommen hast. Ja. Oder ich habe auch noch Kohle. Ich habe auch noch Kohle. Also, ich mine jetzt weiter nach unten.
bist du rausgegangen? Musst du aufhören? Musst du aufhören? Okay, wir machen jetzt einfach weiter. Ich bin auf eine Höhle gestoßen. Perfektus. Läuft alles gut. In so eine Höhle. Komm mal hierher. Komm nach unten, wenn du kannst. Ja, die ist einfach dem Weg weiter folgen. Ich muss etwas essen. Wow. Kohle dürfen wir uns auch nicht entgehen lassen, jetzt wenn wir hier so spielen als... Boah, ich darf auch kein Leben verlieren, ja, das Leben zählt. So eine unterirdische Schlucht haben wir hier. Ob ich da oben irgendwas sehe. Da oben wird es vielleicht Diamanten geben. Okay. Das Eisen. Höhle. Dort, wo die Zombies respawnen, ist hier so eine Höhle. Ja. Total gut. Da gibt es einen Spawner. Aber du baust nicht den Spawner ab, verstanden? Weil da könnten wir ein Trainierzentrum bauen oder so. Ja. What the? Das ist total geil. Hol schon mal aus der Kiste die Sache. Die Schallplatte, den Sattel... So, der Rest bleibt da. Ich markiere diese Stelle mal mit ganz vielen Fackeln und so. Hilfe! Zombie schlägt mich runter. Entkommen! Scheiße. Echt? Ja, aus diesem Gehegen-Ding. Da. Okay, ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Hier ist es auch irgendwo ein Skelett. Okay, Skelett, dich töte ich als erstes. Du mit dem Skelett. Ich habe nur noch ein Herz gehabt. Ein Herz. Ich habe es gerade so überlebt. What the? Oh, hatte ich Glück. Ich sollte mich nicht so mit diesen Monstern anlegen. Ich muss da hinten jetzt ganz systematisch vordringen. Ich habe jetzt keinen Bogen. Ich bin einfach drauf losgerannt. Oh, das Skelett kommt jetzt noch. Gleich gehe ich los, Skelett töten. Als erstes muss ich hier erstmal den Spawner halt offen. Der Spawner. Muss
halt zugemacht werden, dass die Monster nicht ankommen können. Okay, ich hab voll Herzen. Dummes Skelett. Oh, ich hab's getötet. Okay, hier kommen die Zombies nicht drauf. Wo sind denn die Zombies hin? Die waren alle hier. Oh, eben hatte ich nur ein halbes Herz und ich dachte, ah, du bist im Spiel. Schön. Spinnen sind auch hier. Alles. Ja, hier unten bin ich. Ja, total geil. Entschuldigung. Das war nicht so klug. Hast du schon einen Diamant gefunden? Nein. Aber ein Spawner. Ich gehe jetzt erstmal da hinten hin und suche Diamanten. Da hinten war ich auch schon davor, aber da bin ich leider gestorben. Ich springe jetzt auch extra da runter. Wo bin ich hochgegangen? Hier. Da ist der Spawner. Die Zombies sind einfach alle despawned. Ich weiß nicht, warum das gehen kann. Aber die haben halt ein Loch. Okay, komm einfach mal. Oh, da oben ist es offen, die Zombiehöhle. Zugemacht ist. Muss ich das jetzt mal mit ganz vielen Fackeln machen. Damit man sieht, dass man hier nicht weiter gehen kann. Hier ist. Muss ich mich. Ach, da oben ist ein Creeper. Ja. Na, du hast. Er ist hinter dir. Vorsicht. Sehr gut. Okay. Ich bin noch hier hinten gegangen. Hilfe. Oh, der Creeper ist explodiert. Was ist? Da, da sind viele Zombies. Ja, hier oben, da sind total viele Zombies eingesperrt. Da sind sie, das ist so ein Spawner. Aber mach den Spawner nicht kaputt, dieses Ding, wo der Zombie so aber drin ist. Aber das ist nicht besonders drin. Ja, aber mach das nichts kaputt. Nicht den Spawner kaputt machen. Ich weiß nicht, was du weißt, was der Spawner ist, aber diese Kiste da in der Mitte nicht kaputt machen. Ja, die Kiste habe ich auch schon aufgemacht. Okay, da kann man einfach so trainieren und dann das kommt. Ja, man kann auch nicht die Sache durchkommen. So. Ich gehe jetzt mir mal kurz. Ich muss jetzt mal zum Eisen gehen, was wir geschmolzen haben. Noch da? Da ist eine goldene Schüssel. Gut. Kannst du ja nehmen. Aber geh da nicht rein, du stirbst da, wenn du da reingehst.
versuchst du irgendwie drum rum zu graben, um was zu, um da dran zu bekommen. Jetzt habe ich gleich keine Fackeln mehr, dann muss ich hochgehen. Da jetzt einfach mal eine Tür, damit hier die ganzen Monster nicht hinkommen. Damit ich mein Ding leer ist. Brauchst du Essen? Du wolltest halt echt. Dein Essen hält ja für immer fast. Ich mache mir jetzt mal eine Pickaxe. Das ist jetzt schon wieder Tag, da kann ich hochgehen. Okay. Wann schmilzt dieses Eisen endlich? Okay. Jetzt gehe ich hoch. Du kannst jetzt auch noch. Die Kohle nehme ich aber. Hier weg, ich muss die Kohle nehmen. Du kannst ja am Rand noch so eine Treppe machen, oder? Geh mal hier raus. Bin ich wieder da. Jetzt nehme ich mal hier die Blocks und jetzt. Ja. Komm mal da raus. Geh mal. Bitte? Geh mal ein bisschen nach vorn. Also nach vorne. Da unten brauchen wir nicht mehr oder willst du da was bauen? Eben hat es total geleckt. Okay, sind wir gleich oben. Also ist immer noch Nacht, aber okay. Jetzt einfach Bäume fällen. Ich brauche einfach Holz. Ist egal ob Nacht oder Tag. Muss mal eine Steinaxt machen. So, da unten das jetzt drin. Ein Fuchs! Ah, oh, weiß nicht, wie man den füttert.
Was machst du gerade? Was machst du? So, ich habe jetzt 15 Holz. Davon kann man sich eine ganz schön, weiß ich. Ich hab dir was in die Kiste getan, nur damit du weißt. Ja. Das Eisen kannst du haben. So, ich habe eine Eisenpickaxe. Schild mache ich mir auch mal. Nee, soll ich. Ich würde dich nicht so gierig. Du musst das sehen. Guck dir mal dieses. Guck, ich wurde wieder. Okay, mein Bruder wollte gerade was von mir. Ja. Ist es schon tagsüber? Weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Nein, es ist nachts, nachts, nachts. Tut mir leid. Mach mal eine Doppeltruhe. Oh, ich brauche Diamant. So schnell Diamant. Okay, ich gehe jetzt einfach auf die Höhe 12 und meine Straight Lining. Warum? Ah, du hast das Spiel betreten. Ich dachte, du bist rausgegangen. Und dann warst du wohl. Okay. Wo bist du jetzt? Ich bin unten in der Mine. Ich muss jetzt erstmal auf Höhe 12 kommen. Höhe 12 ist nämlich die optimale Dia-Höhe. Also Höhe 15 ist das tiefste von hier. Gehe ich jetzt noch ein bisschen tiefer auf Höhe 12. 13. Jetzt. Oh, ich brauche noch eine Pickaxe. Jetzt muss ich wieder. Oh, Lapis Lazuli, was? Die habe ich gar nicht gesehen. Oh, schön. 7 Stück, aber besser als. Redstone ist glänzt auch immer so, das macht so Blinker und so, da kennt man es, aber bei Lapis Lazuli habe ich so wirklich, ich glaube, ich bin da dreimal vor dem vorbeigelaufen und ich habe es nicht gesehen. Okay. Das ist eine schöne Sache. Feine Sache. Wie komme ich jetzt zur Tür? Komme ich da? So komme ich da. Ein bisschen haben wir uns hier verbaut, aber okay. Ich muss jetzt erstmal schnell Diamant finden. Schnell Diamant, schnell Diamant. So, ich habe mir jetzt einfach mal 4 Pickaxen, 4 Steinpickaxen gemacht. Eine Eisen. Oben in der Kiste sind noch 6 Eisen für dich. Ich mache Essen. Ich habe kein Essen. Mann. Oh, ich muss auch essen. Dringend. Nur noch 2 Essenskeulen. Mal gucken, ob ich es lebend hier raus. Ob ich es lebend hier raus schaffe. Das Essen dort oben. Ja, oben ist 2
gebratene Fleischdinger, wenn du die noch nicht genommen hast. Eineinhalb. Oh. Okay. Ein. Ich bin tot. Nimm doch nicht meine Items vielleicht. Nimm nicht meine Items. Okay. Nimm nicht meine Items. Vielleicht schaffe ich es noch bis zu halb. Oh, ist auch schon schade um die 9 Erfahrungspunkte. Nur wegen Essen sterben. Okay, ich habe noch Herzen. Oh, ich glaube, ich schaffe es. Du musst es essen. Das Essen ist im Ofen. Ich nehme mir eins, verstanden? Ich gebe dir gleich. Hier, ein. Da. Oh. Das war echt knapp. Wir brauchen echt mehr Essen. Das darf nicht noch einmal passieren. Ich gehe, glaube ich, in den Fuß. Ich glaube, das sollte man nicht machen. Besonders nicht mit so wenig Leben. Hey, komm. Oh. Oh. Ich bin gestorben. Scheiße. Du gehst nicht meine Items nehmen oder sowas? Bitte nicht. Okay. Bleib dort, wo du stehst. Nicht da hinten hingehen. Nicht dahin gehen. Das sind meine Items. Oh, mein Sattel. Meine Schallplatte. Mein Gold. Pickaxe. Oh. Ich war einfach zu dumm. Ich bin einfach da drauf losgerannt und hab mich einfach töten lassen. Ich dachte, ich schaffe es halt. Okay. Ich suche jetzt Fische, weil wir brauchen. Ich brauche kein Essen mehr, aber. Es soll schon besser. Ich suche oben nach Schafen und so. Weil da gibt's noch nicht mal. Ja. Ich hab kein. Ich gehe mal hoch auf die Hochebene, da war ich noch nie. Oben auf der Spitze des Berges oder so. Ein Dorf! Nee. Kein Dorf. Irgendwas anderes, komisches. Ich weiß nicht, was es ist. Oh, ich hab's gerade so geschafft. Ins Wasser zu springen, weil ich springe immer so wahnsinnig ins Wasser. Die sieht auch komisch aus, irgendwie. Eine Schlucht ist hier drüben. Das ist nicht die Schlucht, die wir schon gefunden haben. Die ist auch total breit, irgendwie. Ist auch Lava unten. Das ist gute Schlucht, da muss ich erst gleich. Da gehe ich rein, wenn ich in, da hinten diese Sache da erkunde. Ach, das. Ich kann dir jetzt schlecht sagen, wo ich bin. Ich weiß jetzt. Also. Ich kann dir Koordinaten sagen. Ich bin bei Position 406,71. Ich bin bei Position 300. 45,69 minus 141. Zwei Schafe gekillt. Okay. Oh, da darf ich aber auch nicht reinfallen hier in die Schlucht. Besser nicht. Also, wie komme ich jetzt da hinten nach da vorne? Ich sollte hier nicht rennen. Hier nach hier. Sollte ich hier unter mir weg. Nein! Kein Zombiefleisch essen, bitte nicht. Sollte mal das Schild in der rechten Hand haben. Ich mache mich jetzt Höhe vor Höhe nach unten. Beim
Nein. Ich bin schon so von diesem Schneebiom da weg. Von diesem Schneebiom weggegangen. Und jetzt bin ich auf so einer kleinen Grasfläche mit halt so einer tiefen Schlucht. Die kann man sehr gut erkennen. Die ist auch ziemlich, ziemlich breit. Okay. Ich darf jetzt hier auch nicht runterfallen. Da unten drunter ist Lava. Warum ist der Ton aus? Ton? Ja, ich wurde rausgeschmissen. Was ist jetzt los? Warum wurde ich rausgeschmissen? Mal wieder über Teams anrufen, diese. Warum ist der Server jetzt gesperrt? Was ist los? Was ist los?